Die Samsung HWQ995B verspricht möglichst viel Dolby Atmos Surround Sound bei einem immer noch unglaublich simplen Setup, wie man es von Soundbars ja auch erwartet. Bleibt also nur noch die Frage, wie sie sich im Vergleich zu anderen High-End Soundbars oder Alternativen schlägt, die zum Teil mehr als das Doppelte kosten. Hallo, hier ist Fitus von HiFi.de. Und solange euch Rear-Speaker oder externer Subwoofer nicht stören, war die beste Samsung-Soundbar ja auch letztes Jahr schon eine der besten Optionen für Dolby Atmos Surround Sound für ca. 1000 Euro. Nach der Vorstellung dieser Soundbar werde ich also vor allem darauf eingehen, wie sie bezüglich der Konkurrenz einzuordnen ist. Und eure Meinung dazu interessiert uns natürlich auch, deshalb schreibt sie auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon unterhalb des Videos seid, dann zeigt uns gerne eure Unterstützung mit Abo, Glocke und Daumen nach oben. Ja, die Soundbar gehört schon zu den größten überhaupt. Sie ist mit über 1,20 Meter quasi genauso breit wie ein 55 Zoll Fernseher. Die Höhe von 7 cm passt unter viele Fernseher nur relativ knapp. Dazu kommt noch ein großer Subwoofer und eben die beiden Rear-Speaker. Selbstverständlich brauchen alle vier Einheiten Strom, verbinden sich ansonsten aber kabellos. Die Verarbeitung ist gut und das Plastikchassis und Metallgitter sind zwar echt nicht schlecht, aber jetzt auch designtechnisch kein allzu großes Highlight. Die Soundbar hat für die Verbindung mit dem Fernseher einen digital-optischen Eingang sowie den eigentlich vorgesehenen HDMI-EARC-Anschluss. Es gibt noch zwei weitere HDMI-Eingänge, damit man die Soundbar zum Beispiel auch zwischen Blu-ray-Player und Fernseher schalten kann. Allerdings sind das nur HDMI 2.0-Anschlüsse, also nicht wirklich ausreichend für eine PlayStation 5 oder Xbox Series X. Außerdem gibt es noch einen USB-Anschluss auf der Unterseite, der aber auch nur für Servicefunktionen gedacht ist. Als kabellose Verbindung für einen Zuspieler gibt es Bluetooth in der Version 4.2 und WLAN. Damit ist auch bei einem aktuellen Samsung-Fernseher Wireless Dolby Atmos möglich, was es bisher noch bei keinem anderen Hersteller gibt. Die Q-Soundbar hat ganze 22 Lautsprecher, mit denen 11.1.4 Kanäle erzeugt werden. 7.0.2 Kanäle aus der Soundbar werden durch den Subwoofer und zwei 2.0.1 Rear Speaker komplementiert. Noch mehr Kanäle haben wir bisher bei keiner Soundbar gesehen. Insgesamt kommen all diese Lautsprecher auf 656 Watt RMS, aber ich möchte es an dieser Stelle kurz erwähnen, diese Zahlen sind alle noch kein Garant für guten Surround Sound oder Klang. Dazu kommen wir gleich noch. Vorher geht es noch kurz um die Bedienung. Auf der Oberseite der Soundbar gibt es vier Tasten für die rudimentärsten Dinge. Mehr kann man mit der Fernbedienung einstellen. Die Fernbedienung sieht der Samsung TV-Fernbedienung zum Verwechseln ähnlich, weshalb praktischerweise noch Soundbar draufsteht. Die meisten Einstellungen lassen sich auch mit den entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung schnell und einfach anpassen. Das ist auch gut, denn auf dem Display der Soundbar kann man leider echt wenig erkennen. Einerseits ist es nur breit genug für 3 bis 4 Buchstaben und hinter dem Gitter ohnehin manchmal schlecht erkennbar. Noch besser ist aber die Steuerung mit der dazugehörigen App. Diese funktioniert nämlich echt intuitiv und bietet noch mehr Möglichkeiten. Außerdem unterstützt die Soundbar Spotify Connect, AirPlay 2 und Amazons Alexa als Sprachassistenten. Wie schon anfangs erwähnt, hat die Q995B satte 11.1.4 Kanäle und man will auch den Surround Sound hören. Ein solches Set holt man sich nicht wirklich für eine schöne, klare Stereobühne. Schon Musik kann im Modus adaptiver Ton oder Surround aus allen Richtungen erschallen und auch wenn das jetzt nicht zwingend audiophil ist, so ist es auf jeden Fall beeindruckend. Dialoge sind gut verständlich und wenn man doch mal was nicht ganz direkt versteht, dann hilft auch der Sprachverstärker. Der Bass aus dem externen Subwoofer hat auf jeden Fall Wumms, ist eigentlich sogar etwas zu prominent, kann aber natürlich sehr leicht etwas runtergeregelt werden. Und gegen Stress mit empfindlichen Nachbarn gibt es dann auch noch einen Nachtmodus.
Wenn wir jetzt schon bei den ganzen Anpassungen sind, so sollte ich eigentlich als erstes Spacefit Sound 2 nennen. Das ist nämlich die automatische Einmessung des Raumes, damit der ganze Raumklang auf die Möbel und oder Position im Raum optimiert werden kann. Zusätzlich gibt es noch Auto-EQ für die Anpassung des Subwoofers, wobei unserer Meinung nach dabei etwas zu viel Bass rauskam. Man kann dann auch noch zwischen verschiedenen Soundmodi wählen und hat noch einen Equalizer zur Verfügung. Hier empfiehlt es sich einfach ein bisschen auszuprobieren, was einem selbst eben am besten gefällt, denn die Einstellungen sind alle echt unkompliziert und einfach. Wenn es jetzt aber um Kinofilme, aktuelle Serien oder Games mit Dolby Atmos oder DTS:X Tonspuren geht, dann zeigt Samsungs Top-Soundbar wirklich, was sie kann. Töne werden präzise um dich herum positioniert und das nicht nur da, wo sich eben die Soundbar oder die Rear Speaker befinden. Es entsteht wirklich eine Kulisse, als wäre man mitten im Geschehen. Was die vier Höhenkanäle angeht, so sind die für eine Soundbar echt beeindruckend. Man muss hier fair sein und zugeben, dass die Ortung der Geräusche nicht mehr ganz so klar ist, wenn sie über einem sind, wie eben in der Ebene. Aber es entsteht definitiv ein dreidimensionaler Sound, auch in schwierigen Räumen. Getoppt wird das von keiner anderen Soundbar, die wir bis jetzt getestet haben. Besitzt du auch noch einen passenden Samsung-Fernseher, dann kannst du das Setup mit Q-Symphony sogar noch durch die Lautsprecher des TVs erweitern. Dann spielen TV und Soundbar eben zusammen. Einen allzu großen Mehrwert konnten wir hierbei aber nicht feststellen. Und das ist jetzt weniger Kritik an dem Feature, als vielmehr ein echtes Lob an die Soundbar selbst. Und das bringt uns jetzt auch schon direkt zum Fazit. Kurz gesagt, die HWQ995B liefert einen beeindruckenden Dolby Atmos Surround Sound, der dich wirklich voll ins Geschehen eintauchen lässt. Und das Samsung Set gehört hier auf jeden Fall zu den besten Soundbar-Lösungen, die es überhaupt gibt. Und das ist noch gar nicht das Beste. Denn mit einem Preis von nur ca. 1000 Euro ist sie auch erheblich günstiger als zum Beispiel eine Sonos Arc mit Sub- und Rear-Speakern. Ja, so fair muss man sein. Die Q995B ist vielleicht nicht die schickste Option, das Display ist eigentlich zu klein und sie hat auch keine integrierten Streaming-Dienste. Aber dafür ist sie super leicht zu bedienen. Es ist quasi Plug and Play, also viermal Plug und dann erst Play, weil es ja eben vier Boxen sind, die natürlich alle einen eigenen Stecker haben. Bisher gibt es aber keine andere Lösung, wie man wirklich guten Klang von hinten lokalisieren kann, als eben mit Rear-Speakern. Eine Premium All-in-One Soundbar wie eine Sennheiser Ambeo Max kann zwar für eine einzelne Soundbar echt überzeugen, wird aber nicht den gleichen Surround Sound liefern können wie eben die Samsung Soundbar mit zwei Atmos Rear Speakern. Soll heißen, wenn es für dich okay ist, auch externen Sub und Rear Speaker aufzustellen, dann ist diese Soundbar auf jeden Fall die beste Option für Dolby Atmos zu Hause unter 2000 Euro. Und sie kostet ja sogar nur die Hälfte. Erst echte Dolby Atmos Surround Sound Anlagen können da wirklich mehr. Und die sind natürlich teurer und nicht so leicht zu installieren und bedienen wie dieses Set. Ja, was sagt ihr zur Samsung Q995B? Für euch die beste Preis-Leistung, wenn es um Dolby Atmos im eigenen Wohnzimmer geht? Oder seid ihr eher auf der Suche nach einer All-in-One Soundbar? Oder doch eher Team echte Anlage? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare. Den Link zum ausführlichen Test von Torben findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt sage ich nur noch bis zum nächsten Livestream oder Video. Macht's gut. Ciao.